Einen Tag nach dem Untergang eines russischen Atom-U-Boots in der Barentssee hat Verteidigungsminister Iwanow die verantwortlichen Offiziere scharf kritisiert. Typisch russischer Leichtsinn sei schuld an dem Unglück gewesen, sagte er. Inzwischen haben Tauchroboter das Schiff geortet. Es wird vermutet, dass sich die Leichen von 7 vermissten Seemännern noch im Inneren des Wracks befinden. Das Schiff soll nun gehoben werden. Das ausgemusterte Atom-U-Boot war gestern während einer Schleppfahrt zur Verschrottung bei stürmischer See gesunken. Die spanische Polizei hat vor Tarifa mehr als 200 Flüchtlinge festgenommen, die illegal ins Land gelangen wollten. Die meisten von ihnen stammen aus Nordafrika. Sie hatten in 3 Booten die Straße von Gibraltar überquert. Nach Angaben der Behörden sind die Flüchtlinge alle gesund und sollen in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Jedes Jahr versuchen mehrere tausend Afrikaner, auf diesem Wege in die EU zu gelangen. Schätzungen zufolge kommen dabei Hunderte von ihnen ums Leben.